Herr Frey, es ist tatsächlich 50 Jahre Yom Kippur-Krieg, fast auf den Tag genau, dass diese Angriffe aus dem Gazastreifen heraus auf Israel erfolgt sind. Und es ist wie vor 50 Jahren so, dass man sich fragt, wie der israelische Geheimdienst das nicht bemerken konnte, dass so eine große Angriffswelle da ist. Die 100 Entführten, das wird wahrscheinlich noch das größte Problem auch für die israelische Armee werden, die irgendwie zu befreien. Waren Sie auch überrascht von diesem Vorgang? Natürlich war man davon überrascht. Nicht, dass es wieder einmal dort zwischen Hamas und Israel zu einem Gewaltausbruch kommt, aber dass es der Hamas gelungen ist, wirklich all diese Absperrungen auf eine Weise zu überwinden und das zu tun, wovon sie eigentlich immer geträumt haben, nämlich mordend durch israelische Kibbuzim und Dörfer und Städte zu ziehen und dort einfach Zivilisten zu töten, was ja ihr Hauptmittel ihrer ganzen militärischen Strategie ist. Dass das in Israel möglich war, ist schon erstaunlich und entsetzlich und ist natürlich eine große Tragödie, die hier geschieht. Es ist insofern mit dem Yom Kippur-Krieg vor 50 Jahren nicht ganz zu vergleichen. Das war damals wirklich eine existenzbedrohende Gefahr für Israel. Damals hätten die Armeen von Ägypten und Syrien wirklich Israel zerstören können. Die Hamas kann das nicht. Sie kann eigentlich nur Tod und Leid unter die Menschen bringen, aber das natürlich auch die Seele des Landes auf diese Weise schwer erschüttern. Also die staatliche Bedrohung, das war ja vor 50 Jahren so, dass man dann tatsächlich eine Woche lang oder 10 Tage lang das an der Kippe war und dann wohl auch durch die Unterstützung der Vereinigten Staaten vor allem es gelungen ist, das abzuwenden. Andererseits, was vielleicht schon gleich ist, ist zu sagen, damals war der Sieben-Tage-Krieg eine Weile her und man hat nicht mehr geglaubt, dass das sowas noch passiert. Und jetzt hat man eigentlich auch nicht geglaubt, dass sowas noch passiert. Und dieser Hinweis auf die Verwundbarkeit auch der hochgerüsteten und perfekten israelischen Armee wird möglicherweise schon auch gesellschaftlich was machen. Und es ist auch politisch natürlich ein böses Erwachen. Israel hat nämlich gedacht, über viele, viele Jahre, sie können das Palästinenserproblem einfach im Griff haben, einfach einfrieren. Ja, es gibt die Hamas im Gazastreifen, gelegentlich schießen die mit einigen alten Raketen. Es gibt die Palästinenser im Westjordanland, die halt immer wieder dann sagen, mit Messer attackieren, aber all das, man kann den Status quo erhalten und kann zum Beispiel, das war ja die Hoffnung von Netanyahu, mit anderen arabischen Staaten, nun war das der große Plan mit Saudi-Arabien, Frieden schließen, ohne mit den Palästinensern sich zu einer Einigung zu kommen, irgendeinen Kompromiss, irgendeine Lösung zu finden. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch das Ziel von dieser Hamas-Aktion, außer nur Schrecken zu verbreiten, ist hier zu signalisieren, auch der ganzen arabischen Welt, hallo, ohne uns wird das nicht gehen. Ihr könnt uns nicht einfach ignorieren, so wie das zum Beispiel der saudische Kronprinz und andere arabische Staaten gerne gemacht hätten oder auch tun. Herr Köppelmacher hat gesagt, das ist ein riesiger Fortschritt, auch weltpolitisch, während so in Europa dieser Krieg tobt, dass es dann im Nahen Osten nach so vielen Jahren und Jahrzehnten die Möglichkeit gibt, vermittelt ja nicht zuletzt auch durch China, da und dort zum Beispiel zwischen den Erzfeinden Iran und Saudi-Arabien, dass es diese Annäherung gibt, dass es diese Friedensverträge gibt. Glauben Sie, dass das jetzt torpediert und vorbei ist? Ja, also das ist die Einschätzung, die ich jetzt auch gelesen habe. Ich komme gerade aus England zurück und dort die Medien tendieren stark in die Richtung. Was mich jetzt eigentlich völlig überrascht hat, das ist wie ein Horrorfilm. Ich meine, das ist ja, was da passiert, muss man sich mal vorstellen. Da kommen einfach bewaffnete Banden, rennen in dein Haus, reißen dich raus, also die Zivilbevölkerung. Ich meine, das ist fürchterlich. Und was mich jetzt zum Beispiel in der Schweiz schon seit vielen Jahren irritiert, ich weiß nicht, wie es in Deutschland oder in Österreich ist, das ist einfach diese systemische, institutionalisierte Verharmlosung dieser Hamas. Das ist einfach eine Terrororganisation, eine Terrororganisation. Und wenn ich jetzt heute in unserem öffentlich-rechtlichen Rundfunk höre, ja, das ist eine Eskalation, das sind gewaltbereite Milizen, dann muss man, glaube ich, doch festhalten, diese Hamas, das ist eine ganz üble Gangster-Gang. Und ich habe mal in der Weltwoche vor x Jahren das Programm veröffentlicht. Das geht ja in Richtung wirklich Vernichtungsziele gegenüber Israel. Und das ist für mich eigentlich das Erschütternde, wie immer noch, und Sie haben es angesprochen, auch jetzt in einigen Städten offenbar,
Ein Weltreporter, den haben sie gezwungen in Berlin, er müsse da Filmaufnahmen löschen, weil er da gefilmt hat, wie bestimmte Hamas-Sympathisanten. Aber es gibt eben auch Hamas-Freunde in der Politik, auch in der Schweizer Politik. Stellen Sie sich vor, wir hatten mal eine Abstimmung. Und viele Politiker haben gesagt, nein, das ist keine Terrororganisation. Also ich hoffe, dass jetzt mit diesen Bildern wenigstens diesen Sympathisanten, diesen Hamas-Sympathisanten, die Augen aufgehen. Aber klar, der Effekt wird sein, das ist auch das Ziel, glaube ich, diesen Friedensprozess, diese Annäherung vor allem zwischen Saudi-Arabien und Israel zum Entgleisen zu bringen. Das wird vielleicht auch gelingen. Also die, wenn man so will, die Staaten des Westens haben ja einhellig Solidarität mit Israel bekundet und Vereinigten Staaten werden sozusagen auch ein großes Unterstützungspaket veröffentlichen. Das war auch noch für den heutigen Tag irgendwie möglicherweise vorgesehen. Aber Herr Köppel hat schon angesprochen, und es gibt so etwas wie einen historischen Grund dafür, dass der deutsche Staat auf der Seite des israelischen Staates steht, aber darunter scheint es nun tatsächlich doch gar nicht wenige zu geben, die auch so quasi mit der palästinensischen Sache als antikolonialistische Fridays for Futures zum Beispiel hat immer wieder auch Stellungnahmen quasi pro-palästinensische, weil das antikolonialistisch sei. Da gehen die Ideologien ein wenig durcheinander. Glauben Sie, dass an der Tatsache, dass Deutschland sozusagen fest an der Seite Israels steht, auch aus historischen Gründen, dass sich da was ändern könnte, oder hält das bombenfest? Also das glaube ich nicht. Mir scheint, dass die Gründe, die für alle westlichen Staaten und hoffentlich auch noch für Staaten jenseits des Westens hier für Solidarität mit Israel sprechen, dass diese völlig evidenten Gründe in Deutschland, in der deutschen Politik besonders stark verankert sind. Und was angesprochen worden ist, dass es dann in Berlin Demonstrationen gibt oder spontane Jubelkundgebungen, das sind ja keine politischen Kräfte, das sind keine Leute, das sind Immigranten, die dann in Deutschland leben, die aus dieser Nahostwelt geflohen sind und die sich dann solidarisieren, die diesen Terror verstärken. Es ist ja eine terroristische Kriegsführung, die wir hier sehen. Und Terrorismus setzt ja immer darauf, den Schrecken eben auch zu verlängern, zu multiplizieren durch die Verbreitung von Bildern, durch die Verbreitung von Jubel, durch den Schock auch darüber, dass Leute sich darüber freuen, dessen brüsten. Und da muss man eben realistisch sehen, überall da, wo Palästinenser leben auf der Welt, wird man nicht 100% Solidarität mit Hamas haben. Nicht alle Palästinenser sind selbstverständlich Hamas-Anhänger. Aber da viele Palästinenser auch in Deutschland Zuflucht gefunden haben, sieht man jetzt auch in Deutschland solche Kundgebungen. Also ein Export des Konflikts, könnte man sagen. Andererseits, Herr Frey, Sie sind auch Präsident einer liberalen jüdischen Gemeinde in Wien. Das ist ja dann, sind ja zwei Dinge. Das eine ist das weltpolitische, die weltpolitische Komponente dieses Konflikts. Und wie Herr Banas gesagt hat, wenn dann Migration stattgefunden hat, dann migrieren, wenn man so will, bis zu einem gewissen Grad auch Konflikte. Aber wenn man dann weiß, dass in den europäischen Städten Anhänger einer Organisation wie der Hamas ist, die gemacht hat, was sie gerade gemacht hat, ist man vielleicht auch in einer jüdischen Gemeinde, in einer mitteleuropäischen Stadt einigermaßen besorgt, könnte ich mir vorstellen, nicht? Sicher, jedes Mal, wenn es im Nahen Osten, wenn es zwischen Israel und der Hamas zu einem Konflikt, zu einem Krieg kommt, dann gibt es diese Solidaritätsdemonstrationen auch in Wien, auch in anderen europäischen Städten. Den Menschen dort, die daran teilnehmen, scheint es völlig egal zu sein, ob das jetzt die eine palästinensische oder andere palästinensische Gruppe ist, ob die radikal-islamisch oder sozialistisch sind. Hauptsache, es ist gegen Israel gerichtet. Da ist ein absolutes Schwarz-Weiß-Frontstellung da. Und da kommen dann auch leider immer wieder auch ziemlich böse antisemitische Töne heraus. Und das ist auch jedes Mal auch eine Sorge, ob das nicht sich irgendwie auch zu einer tatsächlichen physischen Gefahr werden kann. Wien, Österreich war da im Vergleich zu anderen europäischen Ländern da relativ meistens verschont worden. Und es ist nicht jeder, der dort demonstriert, auch gleichzeitig Antisemit und Terrorismusunterstützer. Aber die Bereitschaft hier, die Augen zuzudrücken und zu sagen, auf jeden Fall, wir sind dafür, egal was jetzt hier an Grausamkeiten passiert, ist ziemlich besorgniserregend. Es war ja
es war ja doch immer so ein Streitpunkt auch, nicht? Wenn gesagt wurde, man muss aufpassen, auch in den Verfassungsschutzberichten über Antisemitismus, dass es auch so etwas gibt wie einen importierten Antisemitismus, weil Flüchtlinge und Migranten kommen sozusagen aus Ländern, in denen im Schulunterricht, wenn man so will, der systematische Antisemitismus ein Unterrichtsgegenstand quasi ist und das Existenzrecht Israels in Frage gestellt wird. Darum geht es ja dann immer. Es ist ja nicht nur eine Auseinandersetzung, es sind ja politische Bewegungen, die sagen, dieser Staat dürfte und sollte nicht existieren und man macht nicht nur Terror und tötet einzelne Menschen, man will einen Staat ausradieren und seine Existenz unterbinden. Und diese Frage, gibt es diese Art von importiertem Antisemitismus, ist eigentlich immer kontroversiell diskutiert worden. Wenn man das gesagt hat, musste man selber damit rechnen, dass man vielleicht eher in ein rechtes Eck gesteckt wird. Wird diese Diskussion neue Nahrung erhalten? Ja, ich denke mal, das betrifft jetzt nicht nur die Palästinenser und Israel, das betrifft eigentlich alle Volksgruppen oder Menschen, die zu uns kommen, dass sie natürlich ihre Konflikte genauso mitnehmen. Sie nehmen natürlich weiter einen Anteil an dem, was zu Hause passiert, durch Fernsehen, durch ihre Verwandten etc. Das heißt, man koppelt sich ja nicht ab, das ist ja ganz ein normaler Vorgang. Und ich denke, dass wir hier jetzt, sage ich immer ganz bewusst, teilweise da auch natürlich naiv sind, für uns ist das weit weg. Ich kann mich an keine Zeit in meinem Leben erinnern, wo es nicht den Nahostkonflikt gab. Also ich meine, das geht über Generationen. Das hat sich aufgeschaukelt. Jeder hat einen Blutzoll entrichtet. Jetzt gibt es wieder die Vergeltungsmaßnahmen. Und das war natürlich die Hoffnung, dass man irgendwann aus diesem Teufelskreis endlich einmal aussteigen kann. Und ich denke mal, gerade für die Menschen, die ja in Israel leben, die in diesem Land leben, die wollen doch einfach gut leben. Ja? Und es gibt dort immer Kräfte, leider, die keinen Frieden wollen. Ja? Deren Nährboden, deren Existenzberechtigung eben so eine Terrororganisation sind. Sowas. Die wollen nicht, dass Friede ist und dass es jeder Funken Hoffnung, der dann keimt, wird erstickt. Und was natürlich dann, wenn das bei uns jetzt auch noch aufgegriffen wird und noch forciert wird und man sich noch auf jede Seite schlägt diesen Konflikt dann auch noch hier austrägt und möglich auf der Straße, hilft natürlich nicht. Aber das ist leider die Natur der Sache. Und das Tragische ist jetzt, es sind wieder frische Wunden aufgerissen, wieder frische Opfer zu beklagen. Und ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass man jetzt übermorgen zu einem Friedensschluss kommt. Aber vielleicht ist es auch das, was man positiv sehen will, der Druck, dass es noch gebraucht hat, um zu sagen, man kann den Deckel nicht einfach draufhalten. Man muss wirklich ehrlich verhandeln und es muss irgendeine Lösung geben, weil das kann ja nicht in alle Ewigkeiten so weitergehen. Das sagen ja manche Experten, dass im Grunde nach dem Yom Kippur-Krieg 73 im Oktober die langfristige Folge davon der Friedensschluss mit Ägypten gewesen ist und die Rückgabe des Sinai an Ägypten. Ist das eine Parallele, die Sie sehen? Oder ist das? Das ist schon eine aus zwei Gründen vielleicht nicht ganz vergleichbar. Der Frieden mit Ägypten war ja relativ einfach zu erreichen. Israel musste sich nur von der Sinai-Halbinsel zurückziehen, das Gebiet zurückgeben und damit war Ägypten damit zufriedengestellt, Sadat und auch sein Nachfolger Mubarak und bis heute auch al-Sisi. Die Situation mit den Palästinensern ist viel komplizierter und da ist auch halt von israelischer Seite diese jetzige Regierung, die Koalitionspartner von Netanyahu, streben ja die Annexion an des Westjordanlandes, eigentlich letztlich eine Art von stiller oder offener Vertreibung der dortigen Bevölkerung. Was sie mit Gazastreifen machen wollen, haben sie nie erklärt, das wird einfach ignoriert. Und dieses Versuchen, naja, wir können dieses gesamte Land, das wir jetzt beherrschen, langfristig auf ewig behalten, ist auch eines der Quellen der Gewalt. Natürlich rechtfertigt das auf keiner Weise hier, was passiert ist, aber es geht von beiden Seiten, ist leider die Bereitschaft, hier Kompromisse zu schließen, im Moment auch relativ gering. Aber wer weiß, vielleicht entsteht hier eine Art von Erkenntnis, wo man sagt, ja, es muss etwas passieren. Ich möchte noch mal zurückgehen zu den Demonstrationen hier. Es fällt auf, und es wurde auch schon problematisiert, dass eigentlich die Polizei praktisch nicht eingreift. Auch in Wien, wenn es so spontane Kundgebungen gibt, dass man da gewähren lässt. Ist das richtig, um nicht weiter zu eskalieren? Oder was? Das ist natürlich ein Riesenproblem. Wir sehen in der Schweiz, wie Sie eingangs gesagt haben, man importiert natürlich auch mit bestimmten Gruppierungen, importiert man die Konflikte jener Regionen. In der Schweiz hatten wir jetzt eine fürchterliche Schlacht, man kann es nicht anders sagen. Da sind die Eritreer, also Befürworter des Regimes, haben sich da, also wir sind mit Eisenstangen und Messern aufeinander losgegangen. In Deutschland glaubt es das auch, gegen die Regimegegner.
Und natürlich der ganze Nahostkonflikt, der kommt auch zu uns in dem Sinn nach Hause. Und das ist die Folge einer Migrationspolitik, die hochgradig fragwürdig ist. Ich meine, die natürlich auch die Sicherheit, die öffentliche Sicherheit in unseren Räumen gefährdet. Und das wird sicher entsprechend auch von den Leuten nicht gutiert. Also ich finde das nicht gut, wenn man das hat. Ich finde, und dass dann unsere Polizeibehörden müssten ja an sich da einschreiten, ist, glaube ich, es geht nicht. Auch in einem Land kann man nicht, du kannst dich ja nicht in dieser Art und Weise politisch exponieren. In Deutschland ist das für mich völlig undenkbar, dass jetzt Palästinensergruppen sozusagen eine Jubelveranstaltung machen zugunsten dieser Terroraktionen. Vor dem ganzen Hintergrund der deutschen Geschichte und der deutschen Sensibilität und der deutschen Außenpolitik. Also da müssten die Behörden einschreiten, aber es ist genau das Problem, oder? Da möchte man nicht, weil man hat Angst, dann heißt es wieder, man ist da ausländerfeindlich. Also da hat man sich schon in eine sehr ungute Situation hineinmanövriert. Was Sie angesprochen haben, sind quasi dass mit dieser Migrationspolitik man das irgendwie fahrlässig in Kauf genommen hat. Ich glaube, so weit zu gehen, dass man das wollte, geht niemand, aber dass man es fahrlässig in Kauf genommen hat, ist ja natürlich dann die Frage, dann sind wir eigentlich beim heutigen Wahltag in Deutschland angelangt, nicht, Herr Bahners? Sowohl in Hessen als auch in Bayern sind offensichtlich, ist die AfD auf Platz 2 gelandet, das heißt zweitstärkste Partei. Sie arbeiten bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, wie schon der Name sagt, wurde in Ihrem Bundesland auch gewählt. Wurde die AfD auch gegründet vor 10 Jahren in Oberursel unter Beteiligung eines früheren Kollegen, eines mittlerweile Konrad Adam. Welt gewechselt und jetzt mittlerweile pensionierten Kollegen Konrad Adam. Sind es auch diese Dinge, die Menschen zu Parteien wie der AfD treiben, dass sie sagen, da ist so viel schiefgelaufen, die regierenden Parteien oder die etablierten Parteien sind weder bereit noch in der Lage, hier was zu korrigieren und deswegen wechseln die Bürger mit ihrer Sympathie in dieses Lager? Das sieht derzeit so aus, dass die Migrationspolitik da so ein gewaltiger Faktor ist. Mir scheint aber zunächst mal vor allem auch deswegen, weil die anderen Parteien auch so viel davon reden. Also in den letzten Wochen gab es eben kaum ein Thema, das, egal auf welche Partei man jetzt guckt, Friedrich Merz von der CDU hat das eigentlich zu seinem Hauptthema gemacht. Und auch die Bundesregierung, unsere deutsche Bundesregierung, hat in einer ganz panischen Weise auch jeden Tag so Versicherungen gegeben, ja, wir haben das verstanden, das ist das große Thema, man muss da unbedingt etwas tun bei diesen Migrationszahlen. Und dadurch gibt man natürlich dann der AfD mit ihrer Behauptung, es gebe da eben so ein großes bedenkliches Problem, gibt man ihr eigentlich recht und gibt man den Wählern dann eben auch die Gründe, dann doch lieber die zu wählen, die eben seit sie gegründet worden sind oder spätestens seit 2015. Aber das heißt, behauptet Ihrer Meinung nach wäre es klüger für die Konservativen und aber auch für die Sozialdemokraten, das Thema nicht anzureden, nein, so zu tun, als ob das Problem nicht gäbe? Man soll nur den Leuten nichts vormachen. Man soll halt, es wird ja, das ist ja auch noch lustig, dass eben die Vertreter der anderen Parteien, die Linkspartei würde ich jetzt vielleicht mal als einzige hier ausnehmen, mit Ausnahme von Sarah Wagenknecht, die ja höchstwahrscheinlich bald dieser Partei nicht mehr angehört. Alle anderen Parteien behaupten auch, es wird zu wenig über Migration geredet. Dabei ist seit Jahren schon, es wird über kaum ein Thema so viel geredet. Gleichzeitig wird immer behauptet, das sei ein Tabu. Das geht überhaupt nicht zusammen. Also man soll ruhig darüber reden, aber man soll den Leuten halt nichts vormachen. Man soll nicht suggerieren, es sei einfach möglich, mit ein paar juristischen Änderungen die Grunddynamik, dass es eben eine große Attraktivität der europäischen Staaten und insbesondere dann eines prosperierenden Landes wie Deutschland für Einwanderer gibt, das kann man nicht durch die Art von Maßnahmen, wie sie selbst getroffen und wie sie versprochen worden sind, kann man das nicht eindämmen. Und das ist gefährlich. Aber dann hatte Frau Merkel recht eigentlich. Frau Merkel hatte in manchen Punkten recht und nicht in allen Punkten recht. Sie hatte insbesondere aber in dem Punkt ja recht, dass sie immer wieder gesagt hat, es ist nicht möglich, eine Obergrenze für Asylbewerber einfach zu setzen, weil das Asylrecht ein Individualgrundrecht ist
Und jeder politisch Verfolgte genießt eben Asylrecht nach dem deutschen Grundgesetz. Es ist einfach ein logischer Widerspruch zu sagen, wir gucken uns nur bei 200.000 Leuten im Jahr an, ob die das erfüllen. Nein, man muss es sich halt bei jedem ansehen.